Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ich habe Koffer an meine Honda CB500X von 2019 angebaut. Bevor ich euch was dazu erzähle, muss ich einmal erwähnen, dass ich bei SW Motech angefragt habe, ob sie mir Koffer leihen könnten für die Alpentour. Das ging nicht. Aber ich konnte mit einem kleinen Rabatt die Koffer etwas günstiger kaufen und entsprechend muss ich dieses Video als Werbung markieren. Ich habe trotzdem sehr viel Geld dafür bezahlt, aber ungefähr so den Preis, wie man jetzt gebrauchte Koffer kaufen würde. Also hat sich das für mich nach einem sehr guten Deal angeschaut. Ja, beim ersten Blick darauf, man sind die riesig. Das sind die kleinen 37 Liter Koffer. Es gibt noch 45 Liter Koffer, glaube ich, plus noch eventuell, wenn man hinten Topcase reinpacken kann. Aber jetzt, wo ich das schon gesehen habe, wie riesig die sind, habe ich mir gedacht, ja, das reicht für im Grunde alles, was ich so mitnehmen könnte. Hinten kann ich noch schön meine Gepäckrolle drauf machen, hier verzurren oder hier, je nachdem, wo man das haben möchte. Habe ich heute angebaut, hat ungefähr, ja, 1,5 Stunden gedauert, weil man natürlich alles sehr genau ja, befestigen muss. Man löst hier halt auch schon bestimmte Muttern von zum Beispiel diesen Fußrasten von hinten und muss entsprechend dann auch mit ja, Schraubenbefestigung und allem möglichen da arbeiten, plus die mit einer bestimmten Newtonmeteranzahl dann andrehen. Zum Glück hatte ich so einen Newton, so einen Drehmomentschlüssel, wo ich dann halt die richtige Festigkeit anmachen konnte und da habe ich die halt sehr gut befestigt. Die Montage ist wirklich sehr einfach. Also ich als Laie habe das hier innerhalb von 1,5 Stunden gemacht, wobei ich dazu sagen muss, dass ich diesen Part, ich mache mal kurz hier auf, so. Also man kommt an alle Öffnungen ran, an die man rankommen muss. Und ich setze mal kurz zur Seite. So, also so ist das halt montiert. Man nimmt im Grunde die hinteren Halterungen ab für die Sozius-Sitzrasse, bekommt halt diese neuen Halterungen. Diesen Block hier, mit dem Block hier, habe ich gestern schon zu Hause abends auf dem Schreibtisch zusammengebaut. Also alles, was ich konnte, habe ich gestern schon zu Hause angebaut, sodass ich heute im Grunde nur die großen Sachen ans Motorrad wirklich anbauen musste. Dazu gehörte auch zum Beispiel, kannst du ja mal hier nochmal abnehmen. So, dazu gehörte auch zum Beispiel, dass ich das gestern schon zu Hause angebracht habe und das hier und dann anhand den Koffern schon entsprechend ja, austarieren konnte, um das um so schnell wie möglich am Motorrad zu arbeiten. Die Öffnungen, die bleiben, werden hier schön verschlossen. An beiden Seiten sieht es genauso aus. Dann hat man halt hier diese Quicklock-Schnellspanner an den jeweiligen Seiten, die man dann abnehmen kann, plus hier den Diebstahlschutz. Da passt dann auch ein Schlüssel dran, das ist aber ein anderer Schlüssel. Und man kann das dann im Grunde auch, wenn man möchte, kann man das lösen, das lösen, das lösen. Und diesen ganzen, ja, diese ganze Halterung hier entsprechend abnehmen. Das Paket, was ich bekommen habe, beinhaltet einmal die Halterung für die CB500X, R und F. Das ist tatsächlich die gleiche Halterung, die seit 2015 benutzt wird. Das steht so auch, war da auch so aufgeklebt. Also wer Zubehör für das neue Modell sucht, der könnte zumindest hier hinten zum 2015er Modell greifen. Das passt alles, also die Abstände sind alle gleich. Was ich hier sehr spannend finde, hier ist eine Maximallast von 12,5 Kilo auf dem Träger. Das beinhaltet natürlich auch den Seitenkoffer, der ungefähr unter 5 Kilo wiegt, also eine Zuladung habe ich noch ungefähr von 7,5 Kilo. Das reicht locker aus. Ich packe den mal kurz wieder dran. Also es ist auch sehr einfach, man muss halt nur hier die jeweilige Führung finden. Das gleitet im Grunde von sich aus rein, dann spannt man das einmal rein,
verschließt das und nur wenn es wirklich verschlossen ist, kommt der Schlüssel auch raus. Das finde ich sehr praktisch und man hat hier halt überall Gleichschließzylinder, insgesamt 6 Schlösser. So, so sieht es halt von innen aus. Ich habe hier ein kleines Stativ, Trinken, meine Handschuhe, einen Akkupack. Und was ich mir wahrscheinlich noch besorgen müsste, sind irgendwie so Haltegummis, damit das nicht ganz nach hinten klappt, um diesen Mechanismus hier nicht zu belasten. Dichtungen sind, also die Koffer sind ja wasserdicht, die Dichtungen sind wirklich sehr robust, würde ich sagen. Also die erinnern mich an die Dichtung von Autos und man kann die auch austauschen, also wenn die mit den Jahren, also man kauft sich solche Koffer ja im Grunde für eine Ewigkeit, also die halten ja, solange man die jetzt nicht kaputt macht, ewig und da kann man sich halt auch eine neue Dichtung holen, wenn irgendwie was ist. Und sie fühlen sich, also man fühlt, dass das hier ein Premium-Produkt ist. Also da ist dann dieses ganze Paket, was ich hier bekommen habe, kostet in der UVP 829 Euro für mein Motorrad. Halterung, 2 Koffer mit jeweils 37 Liter. Die mit 45 Liter kostet, glaube ich, nur 30 Euro mehr. Da muss man halt entscheiden, was man halt möchte. Und was ich hier bekomme an Verarbeitungsqualität, Materialwahl, Design, Funktion, man kann ja hier noch einen kleinen Kanister dran machen, da noch Flaschen dran machen, die man haben kann. Man kann das noch erweitern, hier nach oben nochmal zusätzlich so Taschen dran bauen. Also das ist, man merkt schon, dass das wirklich schön durchdacht ist. Alle Kanten sind mit Kunststoff gesichert, sodass man im Grunde kaum an das beschichtete Aluminium hier kommt. Und man sieht auch, dass das wirklich... Also es gefällt mir nicht nur optisch, sondern es fühlt sich auch wirklich sehr robust und fest und durchdacht an, sodass ich mir sicher bin, dass ich damit Jahre auf Tour gehen kann, ohne dass ich wirklich großartigen Verschleiß habe. Auf der rechten Seite natürlich genauso. Und ja, es macht das Motorrad ein bisschen dicker, aber man muss sich halt dran gewöhnen. Also Filtern, man merkt, dass der Lenker nicht so breit ist wie die hinteren Taschen jetzt, die Koffer. Und es könnte theoretisch noch ein bisschen näher dran gebaut sein, aber das macht jetzt auch nicht den großen. Also man könnte es nicht so bauen, ohne jetzt Einbuchtung zu haben in den Koffern, so dass das noch schmaler ist. Ich kenne das ja von der Africa Twin, wo das dann halt in den Auspuff noch ausgeschnitten ist und da wirkt das zwar alles schmaler, aber es ist dann halt auch ja, ein bisschen weniger Platz da drin. Vielleicht noch ein Wort zur Montage, vielleicht ein paar Tipps, die ich erst, also ich habe mir das Gute an SW Motig ist ja, noch bevor man dieses ganze Paket kauft, kann man sich die komplette Montageanleitung runterladen und studieren. Das habe ich natürlich gemacht, sodass ich mich vorher eingearbeitet habe und wusste, was mich erwartet. Ich habe mir schon an meinem Motorrad angeguckt, was ich ungefähr abnehmen muss, welche Schlüssel ich brauche. Ich habe mir einen Drehmomentschlüssel besorgt mit verschiedenen, den ich dann halt drehe für die jeweilige Drehmomentstufe und mit verschiedenen Aufsätzen. Ich habe mir Schraubensicherungen besorgt, flüssige, Medium in Blau. Und ich wusste im Grunde, ich kann dann sofort loslegen und alles anbauen. Was mich ein bisschen aufgehalten hat, war auf dieser Seite dieser Verschluss. Man sieht hier, ich habe es schon ein bisschen verkratzt. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich das fest angebaut habe und das hier auch schon. Weil das war auch nicht so ganz einfach hier dran zu machen. Man muss da noch so ein kleines Plättchen dazwischen machen. Das war gar nicht so einfach. Aber dass ich das hier oben festgemacht hatte, am Rahmen des Motorrads, war ein Fehler, denn dadurch, dass man hier den Auspuff nicht löst, aber hier dieses Stück dazu packt, steht das hier ein bisschen zu hoch ab. Und wenn ihr das montiert, solltet ihr darauf achten, dass dieser Bereich locker ist, hier oben. Und dann könnt ihr das erst verbinden und dann erst mit den 2 Schrauben dran gehen und das am Rahmen montieren. Das erspart euch dann wahrscheinlich schon die ersten Kratzer, die ich hier reingemacht habe. Und es stört mich das nicht. Das sind halt Kampfspuren, die man als Laie oder jemand, der das wirklich zum ersten Mal gemacht hat, und ich habe es wirklich jetzt zum ersten Mal gemacht, dass das so gut geklappt hat, da bin ich jetzt wirklich auch erstaunt. Und das ist halt einfach überall, man spürt das Premium an diesem Produkt. Insgesamt waren 6 Schlösser dabei,
4 habe ich montiert, 2 sind noch übrig mit diesem einen gleichen Schlüssel für eventuell ein Topcase. Ein Topcase würde jetzt nochmal so um die 500 Euro kosten und ist tatsächlich auch kompatibel mit dieser Konstruktion hier, denn man tauscht im Grunde, das ist halt ein modulares System, was so aufgebaut ist, was ich richtig genial finde. Und man tauscht im Grunde den oberen Bereich auf, bekommt dann, glaube ich, längere Streben mit so zwei Schraubenaufnahmen, kann dann halt hier so eine Platte drauf machen, dann so einen Quicklock-Adapter drauf machen und dann halt das Topcase. Und dann ist man im Grunde ready für eine Weltreise. Für mich, als ich mir die Fotos angeschaut habe, sah das alles viel, viel kleiner aus. Und jetzt, wo ich das alles so sehe, sieht das alles wirklich brutal aus. Ich bin jetzt schon hierher gefahren, ungefähr 10, 15 Kilometer würde ich schätzen. Und man merkt schon, dass da hinten was ist, aber ich habe sie halt noch nicht voll beladen. Ich kann euch nochmal diesen Koffer hier zeigen. Auch wirklich, das ist super, hier ist halt nichts drin. Ich habe überlegt, ob ich hier vielleicht noch so ein Vlies reinlege, aber es gibt von SW Motec auch so Taschen, sodass man das gar nicht abnehmen muss. Oder man kann sich hier Griffe holen, dass man das einfach so mitnehmen kann. Ob ich jetzt Innentaschen nehmen würde oder halt Griff und den ganzen Koffer mitnehmen, weiß ich noch nicht. In gut 6 Wochen möchte ich ja in die Alpen fahren und da müssen sich dann die Koffer natürlich auch beweisen. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich reicht. Also ich werde versuchen, mich zu minimieren, dass ich nur mit den 2 Koffern fahren kann. Aber wenn ich dann auch noch eine Drohne mitnehmen möchte und ich brauche ja das Kameraequipment und die ganzen Ladegeräte, Laptop und so weiter, da werde ich wahrscheinlich Koffer und noch so eine, ich habe noch so eine 35 Liter, Hecktasche, die Heckrolle, die wasserdicht ist, die ich eventuell dann noch montieren kann. Das geht ja dann super, dass ich die hier einfach montiere oder hier mit den Trägern jeweils. Ich habe ja Rock-Straps, die man da locker dran machen kann. Und danach werde ich erst mein finales Fazit machen. Also der erste Eindruck, die Montage, super. Also sehr durchdacht, Bedienungsanleitung auf dieses Modell angepasst, sodass ich alles verstehen konnte. Also da war wirklich nichts unverständlich. Schrauben farblich und von der Größe sehr gut zu erkennen. Das hat man ja immer so ein Problem hier, welche Schraube soll ich nehmen. Das hat wirklich super geklappt. Das Einzige, was man sich besorgen muss, sind halt die passenden Schlüssel, Drehmomentschlüssel und entsprechend Schraubenzieher und so weiter, dass man das halt machen kann. Hammer braucht man nicht, nur die flüssige Schraubensicherung. Und für die Montage, die ich alleine gemacht habe, würde ich fast sehr gut machen. Also ist nichts schief gegangen, außer diesen kleinen Kratzer hier, den ich hier reingemacht habe. Da könnt ihr ja, wenn ihr das selbst hier montiert, dann darauf achten, dass ihr das zwar reinsteckt mit den Schrauben, aber ein bisschen locker macht, bis ihr diese Clips hier macht. Hier unten kann man das theoretisch genauso machen, aber das war wirklich, alle haben gepasst, nur dieses eine Ding nicht. Wahrscheinlich, weil es halt ein bisschen zu hoch gestanden hat. Aber Passform sehr gut, Montage auch sehr gut, Verarbeitungsqualität, Material, weil und Design. Das Motorrad sieht halt jetzt nochmal komplett anders aus. Also jetzt ganz ehrlich, das sieht halt wirklich wie ein Adventure-Motorrad jetzt aus. Es sah vorher schon groß aus, aber jetzt sieht es halt schon wirklich wie ein Big Bike aus. Und das Gute ist ja, die Sozia oder ein Sozius, je nachdem mit wem man fährt, kann hier, glaube ich, trotzdem noch gut sitzen. Vermutlich ist es auch deswegen noch ein bisschen hier Platz gelassen, dass man hier noch gut sitzen kann. Wenn man sich hier einen Koffer holt, dann kann man das sehr gut nutzen, auch zu zweit, wenn dann hier die 48 PS rein. Hinten werde ich nochmal wahrscheinlich die Federung ein bisschen straffer machen. Das kann man ja verstellen hier, dass das nicht so nachfedert, aber das muss ich nochmal schauen in der Bedienungsanleitung. Und je nachdem, ob ich vor den Alpen noch eine kleine Tour fahre, dass ich nochmal ein kleines Fazit ziehen kann. Aber das große Fazit, beziehungsweise Zwischenfazite, gibt es dann auf der Alpentour Mitte Juli, werde ich losfahren und dafür habe ich die Koffer besorgt. Das war jetzt eine große Investition, aber solche Koffer kann man ja immer wieder aufs nächste Motorrad mitnehmen. Also selbst wenn man sich ein anderes Motorrad kauft, kauft man sich nur die Träger neu und den Koffer nimmt man dann mit. Und die Träger kosten irgendwie so 230 Euro je nach Motorrad und dann hat man halt schon die Koffer. Also es ist schon ein wirklich gut durchdachtes System. Und wie ich es mir gewünscht habe, natürlich in Schwarz. Es gibt dieses Modell auch noch in Silber, wobei der Deckel dann schwarz ist und hier Silber. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt die Schwarzen. Jetzt hatte ich die Wahl, die Schwarzen zu nehmen und da bin ich schon sehr froh drum.
So, das war das kurze Video mit den SW Motec Trax Ion Koffern, 37 Liter jedenfalls. Danke nochmal an SW Motec, dass ihr mir das ermöglicht habt. Ich bin wirklich super glücklich und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Tour. So, danke fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen zu den Koffern habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.